Kommen wir also zur wichtigsten Regel, die gilt bei Kolmogorov und die gilt auch bei Cox. Ja, und das ist die sogenannte Bayes Rule oder sie heißt auch Bayes Theorem. Zunächst mal, wer ist Herr Bayes? Das ist der hier, Thomas Bayes. Das war ein Reverend, der so Hobby-Mathematiker-mäßig Sachen gemacht hat. Und er hatte irgendjemand einen anderen Adeligen, der die Papers von dem alle gesammelt hat. Und ich glaube, posthum hat er die Sachen als gesammelte Werke oder so herausgegeben. Und dort wird halt genau diese Regel, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben, die wir uns jetzt aber im Detail angucken werden, wurde sie schon vorgestellt. Und das Besondere daran ist, wir haben ja diese Wahrscheinlichkeit, dass B gegeben A gilt. Das ist ja sowas fast wie A folgt B, aber nicht genau das Gleiche, sowas Ähnliches. Also A war ja sowas irgendwie, es hat irgendwie, es regnet um 6 Uhr und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann vorher irgendwie regnerisch war, also bewölkt war. Und das ist die Formel, wie man sozusagen genau das umdreht, diese Situation. Also wie man aus A folgt B, sondern B folgt A macht und welche Zahlen da entsprechend zugeordnet werden müssen. Wir werden uns gleich noch Beispiele angucken mit Zahlen, auch wo wir das dann mal richtig durchixen. Ja, und diese Formel, die invertiert also diese Aussage, die also rein rechnerisch, sagt die, wie diese beiden Sachen im Verhältnis zueinander stehen. Interessante Anekdote noch zu diesem Bild. Irgendein Geisteswissenschaftlerin oder so hat festgestellt, dass diese Klamotten, die der hier anhat, die passen gar nicht zu Thomas Bayes. Das kann gar nicht Thomas Bayes sein. Reverends sahen anders aus zu der Zeit, als er gelebt hat. Das kann kein Bild von ihm sein. Aber das ist das Bild, was immer abgebildet wird. Wenn Sie also auf die Wikipedia-Seite von Thomas Bayes gehen, dann haben Sie immer dieses Bild und auch natürlich die Anekdote dazu, dass es nicht sein kann, dass er das wirklich ist. Aber es gibt kein besseres, es gibt nur ein falsches. Okay? Gut. Von der ganzen Vorlesung, das Wichtigste, was man behalten soll, ist diese Bayes-Regel. Und damit werden wir uns jetzt auch noch eine ganze Weile beschäftigen. Und insbesondere mit Zahlen, Einsätzen und Beispielen. Und insbesondere mit subjektiven Beispielen, wo man subjektiv Zahlen einsetzt. Also, das ist jetzt hier so ein Slide mit viel Text. Schauen wir uns das mal an. Gehen wir Schritt für Schritt durch. Im Wesentlichen ist jetzt hier nochmal die Bayes-Regel. Nur, dass das jetzt nicht A und B ist, sondern diesmal ist es H wie Hypothese. Ja? Also irgendwas kann wahr oder falsch sein und dann nehme ich bestimmte Daten auf. Okay? Und was kann das jetzt zum Beispiel sein? Nehmen wir mal an, Sie haben irgendwie die Hypothese, dass irgendwie so ein leuchtender Punkt da oben am Himmel ein Stern ist. Ja? Das ist die Hypothese. Es kann ein Stern sein oder es kann ein Planet sein oder es kann ein UFO sein. Ja? Und jetzt machen Sie ein Measurement mit Ihrem Teleskop und nehmen Daten auf. Okay? Und gegeben, dass das jetzt ein Stern ist, würden Sie bestimmte Daten erwarten, ja, dann würden Sie vielleicht bestimmte Spektrallinien fehlen dann im Spektrum oder sowas, weil das halt ein Gasdingen ist oder irgendwie sowas und so weiter und so fort. Wenn es halt ein UFO ist, dann würden Sie vielleicht erwarten, dass es auf eine ganz bestimmte Art leuchtet oder dass es blinkt oder was weiß ich, was Sie dann erwarten würden. Ja, also dieses P von Delta gegeben H beschreibt also, was Sie bisher so über die Mechanismen der Welt wissen. Ja, und Sie wissen halt, wenn es ein Stern ist, dann werden Ihre Daten folgende sein. Okay? Dann haben Sie hinten noch eine Wahrscheinlichkeit über die verschiedenen Hypothesen. Sie sagen vielleicht, naja, das ist ein Stern, das ist 80%, ja, das ist ein Planet, das ist 19,99999% und dass es ein UFO ist, ist irgendwie 0,00001%. Okay? Also ganz kleine Zahl. Das geht halt da auch mit ein. Dann stehen hier unten noch die Wahrscheinlichkeit der Daten, ja, das ist ein bisschen komisch. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich jetzt die Daten gerade aufnehme, die ich aufgenommen habe? Aber glücklicherweise lässt sich dieses P von Data mit einer Formel ausdrücken durch die Sachen, die oben stehen. Ja. Das heißt also, das kann ausgedrückt werden über die Produktregel und über die Summenregel als Sachen, die hier oben stehen. Die wichtigen Sachen, die wir irgendwie definieren müssen, sind also die Sachen oben. Sie müssen irgendwie sagen, was glauben Sie bisher, wie wahrscheinlich ist es, dass es ein Stern ist und so weiter und so fort. Und gegeben, dass es ein Stern ist, was gibt es dann so für Daten, die Sie erwarten würden? Und diese Bayes-Regel sagt Ihnen jetzt, wie Sie das umdrehen. Und das ist genau das, was man als Wissenschaftler machen möchte. Sie machen ein Measurement jetzt, nehmen irgendwelche Daten aus und dann möchten Sie sozusagen die Wahrscheinlichkeiten Ihrer Hypothesen abändern. Meinetwegen vorher haben Sie geglaubt, in 80% der Fälle ist es ein Stern. Dann machen Sie aber eine relativ ungewöhnliche Messung und anschließend ist die Wahrscheinlichkeit für einen Stern auf 20% gesunken und die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Planet ist, ist 80% oder so. Das heißt also, Sie haben anfangs Beliefs oder auf Deutsch sozusagen
ihre subjektive Meinung über diesen Gegenstand oder auch eine objektive Meinung über den Gegenstand, weil irgendjemand mal im Himmel gezählt hat, wie viele Sterne es gibt und wie viele Planeten es gibt. Das kann also subjektiv oder objektiv sein. Dann gibt es physikalische Gesetze, ja, so Mechanismen, die Sie schon verstanden haben im Labor, was passiert, wenn Sie halt einen Stern messen. Ja, und diese Informationen kombinieren Sie jetzt mit der neuen Messung, um halt eine neue Wahrscheinlichkeitsverteilung für diesen einzelnen Stern jetzt zu bekommen. Okay? Und was jetzt hier auf dem Text steht, das ist im Prinzip jetzt ein Ausschnitt aus der Vorlesung Maschinelles Lernen. Ja, das erkläre ich das genauso. Nur da gehen wir halt noch in verschiedene Details rein. Die Sachen haben halt noch so bestimmte Namen. Dieses Ding hier oben heißt der sogenannte Prior. Das ist also Ihr A-Priori-Wissen. Dann gibt es die Likelihood, das ist dieser Term hier. Die Likelihood sagt Ihnen, wie likely ist es denn, die Daten zu sehen, gegeben, dass ich eine bestimmte Hypothese als wahr erachte. Und der Grund, warum man hier Likelihood sagt, likely ist eigentlich ja nur ein Synonym für wie wahrscheinlich ist etwas. Ja? Man hätte auch sagen können, die Probabilityhood oder die Probability vielleicht sogar. Aber der Grund ist, dass man jetzt, nachdem ich Daten gemessen habe, ist das halt keine Funktion von den Data, sondern es ist eine Funktion von der Hypothese. Ja? Und deswegen nennt man das, gibt man dem einen anderen Namen. Muss uns aber nicht interessieren. Das Ding hier unten hat auch einen Namen, das heißt die Evidence, kann man aber glücklicherweise durch den Kram oben berechnen. Und die linke Seite heißt jetzt die Posterior. Das ist also mein A-Priori-Wissen und das ist mein A-Posteriori-Wissen, wenn man so will. Ja? Also ich habe Priori-Wissen, vielleicht aus Grund der Daten, die ich bisher gehabt habe. Ja, dann habe ich irgendwie neue Daten und die liefern mir jetzt ein A-Posteriori-Wissen. Okay? Und das ist die Formel, die mir die Zahlen updatet. Das heißt also, Bayes' Rule sagt uns, wie wir unsere Beliefs updaten. So, und jetzt gibt es im Bereich Cognitive Science, da gibt es einen ganz tollen Wissenschaftler, ich schreibe Ihnen einmal den Namen an, für die Leute, die es googeln wollen, das ist Josh Tenenbaum, also wahrscheinlich heißt der Joshua Tenenbaum. Am MIT, ja, das ist ein Psychologieprofessor, meine ich sogar, und der macht Cognitive Science und der macht so Experimente mit Menschen, wo er Bayes' Rule überprüft. Ja, schauen Sie sich die Papers mal an, da wimmelt es nur so von Machine Learning und von Wahrscheinlichkeiten und von solchen Sachen, weil der kennt sich halt nicht nur mit Psychologie aus, sondern auch mit dem ganzen anderen Kram. Und der macht Experimente mit Leuten, ich kann leider keins wiedergeben, ich hätte es vielleicht mal nachschlagen sollen, wo er sozusagen Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Menschen abrufen will. Zum Beispiel, was weiß ich, irgendeine Situation, sie kommen nach Hause oder sowas und es riecht nach Plätzchen, ja, und dann werden sie gefragt, was glauben Sie, wie lange ist der Backofen schon an oder sowas? Ja? Und dann sagen Sie eine Zahl. Und das machen Sie jetzt mit 1000 Leuten. Und dann kriegen Sie so eine Art Histogramm, so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über diese Aussage jetzt, wie lange ist der Backofen an. Und indem man jetzt Experimente ganz geschickt bastelt sozusagen, kann man auch solche Wahrscheinlichkeiten abrufen sozusagen. A priori Wahrscheinlichkeiten, a posteriori Wahrscheinlichkeiten. Und man kann diese ganzen Terme also durch psychologische Tests und Messungen abrufen, ja, und kann dann Bayes' Rule überprüfen. Und er kriegt typischerweise immer raus, so wie ich das jetzt oberflächlich verstanden habe, dass das ein Mechanismus ist, wie manche Sachen halt ablaufen. Ja. Gut, hier kommt das Beispiel mit Zahlen. Ja. Das Monster versus Maus Beispiel. Das mag jetzt ein bisschen lächerlich sein, Monster und Maus und so. Unsere subjektiven Beliefs über Monster können wir jetzt aber gleich in die Zahlen reinpacken. Ja? Und das werde ich Ihnen also vorführen. Also die Story ist folgendes. Sie schlafen und hören jetzt irgendwas unter Ihrem Bett. So, und dann gibt es drei Hypothesen, was das sein könnte. Ja? Also es gibt das Ereignis, dass es ein Geräusch gibt. Und dann gibt es diese drei Hypothesen, was es sein könnte. Es könnte ein Monster sein, ja? Es könnte eine Maus sein oder es könnte irgendwas anderes sein. Ja? Und Sie haben halt ein Geräusch gehört. Jetzt kann man sich fragen, ja, was für ein Typ sind das hier für Variablen? Das sind also Wahr-Falsch-Variablen, deswegen heißen die Boolean. Das ist jetzt eine Frage für die Informatikerinnen und Informatiker in der Machine Learning-Vorlesung. Ja, das hat uns nicht so interessiert. Die wissen, das ist also, sind Wahr- und Falsch-Variablen. Die können, haben also nur zwei Werte, 0 und 1, wenn man so will. So, und jetzt kann man halt diese ganzen Wahrscheinlichkeiten, kann man alle irgendwie jetzt so modellieren. Ich kann also sagen, die Situation, dass es ein noisy Monster ist, ja, ist die Wahrscheinlichkeit n, n. Das Komma liest man jetzt in diesem Fall wie ein und. Es gilt also die Aussage, es gibt ein Geräusch und es gibt die Aussage, es ist ein Monster, okay, unterm Bett. Und mit der Produktregel kann man das aufteilen in diese zwei Wahrscheinlichkeiten. Und zwar in die A-Priori-Wahrscheinlichkeit, dass es Monster ist,
10 hoch minus 17, ja, 0,00000001, ja, ohne die Wahrscheinlichkeit sozusagen, dass sie ein Geräusch hören, gegeben, dass ein Monster unterm Bett ist. Naja gut, und wenn ein Monster unterm Bett ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie ein Geräusch hören, sagen wir mal 0,9, ja. Aber diese beiden Zahlen werden natürlich miteinander multipliziert und heraus kommt dann eine Wahrscheinlichkeit für die Situation, dass es ein Monster ist und ein Geräusch da ist. Nehmen wir die nächste Zeile, das nächste Szenario, ja, die Noisy Maus. Ja, das sind also hier drei Szenarien. Wieder die Produktregel angewandt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Maus ist unter ihrem Bett, ist vielleicht 10%. Oder wenn Sie noch weniger Miete zahlen, 20%. Abhängig von der Miete ist es mehr oder weniger wahrscheinlich. Ja. Vielleicht ist es auch 0. Keine Ahnung, je nachdem, wo Sie wohnen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein Geräusch hören, ist nicht so hoch wie bei einem Monster. Vielleicht ist es vielleicht 0,1 oder sowas. Und jetzt diese Zahlen, die ich Ihnen jetzt hier so sage, sind natürlich keine objektiven Wahrheiten, sondern das sind wirklich subjektive Zahlen, die ich mir jetzt ausdenke und die ich hier reinplagge. Also ich versuche sozusagen, das mit Zahlen zu modellieren, was ich glaube, und benutze dann die Regeln, um auf Sachen zu schließen, die ich noch nicht weiß. Okay, das ist also so der Mechanismus. Aber wenn ich andere Zahlen reinpacke, kommt natürlich auch was anderes raus. So, und dann gibt's noch das noisy something else. Ja, das ist hier wieder mit einem Komma, also mit einem Unzeichen sozusagen. Produktregel sagt mir, kann ich ausrechnen als die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwas anderes ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwas anderes ist, ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass es Monster ist, minus die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Maus ist. Ja, da muss also was stehen, was sozusagen dann die Summe von diesen drei Möglichkeiten zu einer 1 macht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich was höre, wenn es irgendwas anderes ist, ist vermutlich relativ gering. Okay. Gut, jetzt kommt die Frage, die wir klären möchten. Gegeben, dass wir ein Geräusch gehört haben, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Monster ist? Ja, völlig abgefahrene Fragestellung natürlich. Ja, das ist halt so ähnlich abgefahren, wie zu fragen, wenn Sie einen leuchtenden Punkt am Himmel haben, wie wahrscheinlich ist es, dass es ein UFO ist oder irgendwas anderes? Wobei, wenn Sie Spiegel Online lesen oder sowas, dann wissen Sie, dass die Wahrscheinlichkeiten da subjektiv wahrgenommen werden. Also es gibt Artikel darüber, über irgendwelche Kometen, wo dann drin steht, das könnte auch vielleicht ein Raumschiff sein oder sowas. Also das liegt an Ihnen, welche Zahlen Sie da einsetzen. Ja, das ist also völlig subjektiv. Das ist also ein subjektiver Wahrscheinlichkeitsbegriff, den wir benutzen. Dann benutzen wir Bayes' Rule. Ja, in dem Schritt haben wir jetzt Bayes' Rule benutzt. Warum rechnen wir das? Warum wissen wir das denn nicht so direkt? Naja, wir wissen halt nur diese Sachen, die können wir uns gut vorstellen. Wir haben ein Gefühl dafür, wie wahrscheinlich es ist, dass es eine Maus oder ein Monster ist, gegeben, dass wir nichts gehört haben. Und wir haben ein Gefühl dafür, wie groß die Wahrscheinlichkeiten sind, dass wir was hören, gegeben, dass wir wissen, was drunter ist. Das sind also Zahlen, die wir leicht quantifizieren können. Und diese Zahl können wir nicht so leicht quantifizieren. Okay? Gut. Und wenn man jetzt mit den Produktregeln und so weiter so ein bisschen rumhampelt, dann sieht man, dass im Prinzip rechnen wir aus, wie wahrscheinlich ist sozusagen, oder ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit des Szenarios Noisy Monster, ja, in Relation zu allen anderen Szenarien. Ja, also in gewisser Hinsicht so eine Art Umgewichtung. Ja, wenn also die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, aber die anderen sind erheblich größer, ja, dann ist der Quotient eine sehr kleine Zahl. Ja, wenn aber dieses Szenario das dominierende Szenario ist sozusagen, dann ist dieser Quotient eine relativ große Zahl. Ja. Und dieses Gleichheitszeichen, das ergibt sich halt einfach aus der Summen- und Produktregel. Kann man irgendwie ausrechnen. Gut, hier nochmal mehr Sachen, die man hinschreiben kann. Man kann das jetzt also nicht nur fürs Monster machen. Man kann das natürlich auch für die Maus hinschreiben. Das sieht jetzt nur deshalb so aus wie so viel Mathe, weil ich das alles einmal ausgext habe. Aber das ist immer exakt das Gleiche, nur dass Sie die Rollen von den Buchstaben wechseln. Hier geht es also um die Noisy Maus. Hier geht es um das Noisy Something Else. Okay, aber die Formen sind immer die gleichen. Gut, Bayes' Rule kann man auch in Worten ausdrücken. Ja, also die Frage, die Wahrscheinlichkeit einer Hypothese, nachdem ich Daten gesehen habe, ist also der Ratio, das Verhältnis zwischen sozusagen, wie gut jetzt die Hypothese die Daten beschreibt, das ist der Kram, der hier oben steht, verglichen mit allen anderen möglichen Erklärungen. Ja, hier oben ist also die Erklärung Noisy Monster und hier unten sind die Wahrscheinlichkeiten für die drei anderen oder für alle drei Szenarien. Und die Frage ist, wie groß ist der Anteil von diesem Noisy Monster Szenario an allen anderen Szenarien? Und dieses Verhältnis ist Bayes' Rule in Worten, was auch total Sinn macht.
Es ist übrigens so, wenn Sie das Originalpaper von Thomas Bayes sich angucken, der hat das natürlich auch alles mit Worten beschrieben und dann mit von Ratio gesprochen und von solchen Sachen. Ja. Aber die Formel steckt da halt schon drin, deswegen ist es halt Bayes Rule. Gut, die Wahrscheinlichkeit der a priori Verteilung, also nachdem ich, bevor ich Daten gesehen habe, das muss ich natürlich zu 1 summieren. Ja. So müssen Sie halt Ihre Zahlen wählen. Es sei denn, es gibt noch eine Viertyp-Alternative, dann müssen Sie halt 4 Zahlen so einstellen, dass die Summe 1 ist. Wenn man das dann alles einsetzt und die Berechnung macht, dann sind die Formeln genau so gebastelt, dass also auch die a posteriori Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Hypothesen, dass sich die zu 1 addieren. Das ergibt sich dann automatisch aus dem Kalkül. Und es sollte ja auch nicht anders sein. Das sind ja die Axiome, die irgendwie erfüllt sein müssen auch. Okay? Gut. So, jetzt kommt noch einmal das ausge-x-te Beispiel. Ja, das ist jetzt einmal für Sie auf dem Slide drauf. So, hier sind meine Beliefs über Monster, Maus und something else. Ja, Monsters sind sehr selten, aber sehr laut. Ja, das ist so die Aussage, die ich treffen würde. Und quantifizieren würde ich das jetzt mit diesen Zahlen. Ja, das ist jetzt Zufall, dass die Summe hier von diesen beiden Zahlen gleich 1 ist. Das müsste nicht so sein, ja. Aber einfach, ich gebe dem Monster eine sehr, 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 sehr kleine Wahrscheinlichkeit und ich gebe sozusagen, dass es ein Geräusch macht, dem gebe ich eine sehr große Wahrscheinlichkeit. Aber Sie können da andere Zahlen einsetzen und dann für sich ausrechnen, was rauskommt. Mäuse sind auch möglich, aber sie sind leiser. Ja, deswegen steht hier eine 0,3 und hier steht eine 5%. Something else ist das Wahrscheinlichste. Aber sehr leise. Ja, da ist also nur noch 1% Wahrscheinlichkeit, dass es ein Geräusch gibt, wenn es irgendwas anderes ist. Ja, ist also auch möglich, ich schließe selten Sachen aus. Ich würde hier nie hinschreiben, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Monster ist, ist 0. Ja, das ist also ungeschickt bei Bayes Rule, sondern man sollte Wahrscheinlichkeiten immer wenigstens eine sehr kleine Zahl geben. Ja, das ist also geschickter, als denen eine 0 zu geben. Und die 0,949999, wo kommt die her? Das ist einfach 1 minus meine anderen beiden Wahrscheinlichkeiten, die ich schon gewählt habe. Okay? Gut. Und jetzt wird rumgerechnet mit den Formeln, die wir gesehen haben. Und zwar kann ich ausrechnen, ich kann das Szenario Noisy Monster ausrechnen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit von dem Noisy Monster? Und bekomme dann was raus. Und zum Glück ist es eine kleine Zahl. Wenn jetzt hier was Größeres rausgekommen wäre, dann sollte ich nochmal gucken, ob ich hier wirklich die richtigen Zahlen reingeschrieben habe. Oder da ist irgendwas wirklich faul. Und ich bekomme eine Wahrscheinlichkeit für die Noisy Maus und für das Noisy Something Else. Und auch hier gilt wieder, ich kann mich fragen, wenn ich die Sachen aufaddiere, was kommt da raus? Aber jetzt steht hier was anderes, es ist hier nicht dieses Gegebenzeichen, sondern ein Komma und das Komma ist dann Unzeichen. Und wenn man diese drei Sachen aufsummiert, dann kommt halt nicht 1 raus, sondern da kommt irgendwas anderes raus. Und das ist nach der Summenregel die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt ein Geräusch höre. Ja? Ja, komisch, dass ich das ausrechnen kann, aber wenn ich das hier gegeben habe, es gibt nur diese drei Alternativen, was unter meinem Bett stattfindet und ich weiß irgendwie, wie wahrscheinlich es ist, dass Geräusche stattfinden, dann kann ich das natürlich ausrechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass es ein Geräusch gibt. Ja, weil ich halt irgendwie das Gewicht, diese Sachen sozusagen gewichten kann mit diesen Zahlen hier. Ja, das macht also irgendwie Sinn. Das heißt also, in 2% meiner Nächte würde ich jetzt hier ein Geräusch hören. Entsprechend, wenn Sie dann sozusagen eine Strichliste führen in Ihrer WG, wie oft Sie irgendwie ein Geräusch hören, ja, dann könnten Sie jetzt checken, ah, passt das denn? Ist das denn in 2% der Nächte, dass wir Geräusche hören? Wenn das nicht der Fall ist, müssen Sie halt über diese Zahlen nochmal nachdenken, ob das vielleicht doch anders eingestellt werden muss. Dann kommen die Posterior-Wahrscheinlichkeiten, also die Posterior-Probabilities, nachdem ich jetzt was gehört habe. Und siehe da, wenn man die Zahlen einsetzt, kommt auch was einigermaßen Sinnvolles raus. Ich habe jetzt hier die Summe von diesen verschiedenen Alternativen wirklich einfach durch P von N ersetzt. Das Ding hieß auch Evidence auf einem anderen Slide. Ja? Das war also die Wahrscheinlichkeit, dass man das überhaupt sieht. Und heraus kommt jetzt, die wahrscheinlichste Erklärung, wenn man diese Zahlen hier oben so wählt, ist mit 61%, dass es eine Maus ist. Okay? Und mit 38% ist es irgendwas anderes. Und das ergibt sich jetzt rein rechnerisch aus diesen Sachen. Das heißt jetzt nach Cox, ja, wäre es jetzt so, der Kalkül macht nichts falsch. Ja? Der erfüllt die Regeln des gesunden Menschenverstandes und ist irgendwie konsistent, also macht keinen Quatsch. Ja? Und wenn Sie also diese Zahlen hier einsetzen, dann sind das sinnvolle Wahrscheinlichkeiten, wie stark Sie glauben sollten, jetzt nachdem Sie ein Geräusch gehört haben, dass es die unterschiedlichen Dinge sind. Ja? Sie können das Ganze natürlich auch, ah ja, die Sachen, diese drei Alternativen addieren sich wieder zu 1 auf. Ja? Das ist so, weil das sind sozusagen die a priori Wahrscheinlichkeiten addieren sich zu 1 und die a posteriori Wahrscheinlichkeiten addieren sich auch zu 1 auf. Ja.
Und Sie können dieses Spielchen jetzt mit allen möglichen Sachen machen. Mit der Champions League, ja, können Sie Ihr Fußballwissen reinpacken oder Ihr Fan sein, weil Sie immer daran glauben, dass irgendwie Fortuna Düsseldorf so richtig gut spielt oder sowas. Da sind dann halt Ihre Wahrscheinlichkeiten ein bisschen anders als bei irgendjemand, der Bayern München toll findet. Ja, aber dann können Sie das halt so bauen, sodass es Ihren subjektiven Wahrscheinlichkeiten entspricht und haben damit einen Kalkül, der zum Beispiel ausdrückt, das weiß ich, Ihre a priori Wahrscheinlichkeiten, wer deutscher Meister wird, ja. Und dann haben Sie als Beobachtung, wer Herbstmeister geworden ist oder die Tabelle zum Herbstmeister oder sowas. Und damit können Sie dann mit diesem Kalkül sozusagen Ihre Wahrscheinlichkeiten, wer Meister wird, updaten. Nach einem sinnvollen Kalkül, der konsistent ist. Okay? Und das ist schon relativ toll. Das wird übrigens auch tatsächlich angewandt. Es gibt so ein Buch von, ach, wie heißt der Typ? Ich habe den Namen wieder vergessen. Das Buch heißt The Signal and the Noise. Ja? Signal and the Noise. Und das ist jetzt mal ein Buch, was ich Ihnen empfehlen würde, was Sie wirklich lesen können. Dieses E.T. James Buch. Ah, das ist eher ein Mathebuch. Das ist hier ein Buch für den Gabentisch. Ich meine, der Autor heißt Nate Silver. Vielleicht kann das ja noch jemand überprüfen. Ist korrekt? Ja. Und das ist ein populärwissenschaftliches Buch, ja. Und er benutzt die ganze Zeit Bayes' Rule, um irgendwelche Ergebnisse beim Baseball vorherzusagen oder um die Präsidentschaftswahl vorherzusagen oder. Und er ist damit sehr erfolgreich. Also der sagt Ereignisse mit einer sehr guten Wahrscheinlichkeit voraus, bevor sie stattgefunden haben. Ja, also der Mechanismus funktioniert tatsächlich.